Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Don't Starve mit mir, dem LTP. Ja, bevor wir jetzt hier natürlich rübergehen in das Wurmloch, würde ich sagen, bauen wir uns aber zur Sicherheit auf jeden Fall noch so ein, zwei nette Utensilien wie ein Speer und einen Locksuit. Soll ja nicht schaden, habe ich gehört. Nahrung packen wir jetzt erstmal hier rein. Also Zeug, was wir jetzt erstmal nicht brauchen, am besten. Damit wir die wichtigen Sachen quasi bei uns haben, falls irgendwas passieren sollte. Ich weiß ja nicht, was jetzt hier kommt. Nicht, dass da jetzt auf einmal übelst der Abfuck ist, weil immerhin heißt es ja Two Worlds. Also von daher denke ich mal, dass da jetzt übelst heftig Party sein wird. Ja, und mit den Worten würde ich sagen, verziehen wir uns jetzt da mal rein. Let's get in closer. Okay. Soll hier auf jeden Fall schon irgendwo das erste Teil sein. Nee, jetzt komme ich weiter weg. Auf jeden Fall sind wir hier im Sumpfgebiet. Ist nur die Frage, ich denke mal links wird es sein. Ja, yep, und hier sollten wir das erste Ding haben. Jawohl! So, schauen wir uns mal diese Welt hier an. Natürlich trotzdem noch mit unserer Divine Root. Kann ja sein, dass wir hier noch irgendwo was finden. Okay. Immer noch einen endlichen Sommer, auch hier in dieser Welt. Na gut, ist klar, es wurde ja jetzt kein neues Terrain irgendwie geladen oder sowas. Von daher vollkommen verständlich alles noch. Aber trotzdem bin ich jetzt hier so ein bisschen, nun ja, enttäuscht. Ich habe jetzt irgendwie hier ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht kommt es noch, wer weiß es. Aber bisher, ja, halt ein bisschen Sumpf. Aber ich hatte ja irgendwie noch nie so Probleme mit Sumpf, bin ich ehrlich. Also wenn ich da andere immer gesehen hatte, ich habe ja damals doch so ein, zwei Let's Plays geschaut und die sind so ein bisschen in den Sumpf gegangen und haben die erste Tentakel gesehen und haben sofort gedacht, oh mein Gott, ich muss hier sofort wieder raus. Und ich denke mir nur so, yay, geil, Tentakel. Sind hier irgendwelche Gegner, die immer schnell die Tentakel kaputt machen? So war das immer bei mir eigentlich. Okay. Festland. Oh Gott. Haufen Killerbienen, okay. Sehr nett. Wieder meine Maxwell-Star. Das sieht verdammt böse aus. Ah, hier ist dann das nette Ding. Sehr schön, haben wir das auch schon mal erkundschaftet. Hier haben wir wieder irgendwas. Oh, fuck, das sieht hier aber auch verdammt gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Oh. Oh. Dem will ich jetzt nicht unbedingt Streit haben. Nein, kein Streit, bitte. Ich muss mir jetzt aber trotzdem... Oh, hier wird es ja dann wieder einen normalen Rhythmus geben. Also hier mit Tag, Nacht und so. Okay, das ist mir jetzt nicht so bewusst gewesen. Moment, hier oben war irgendwie Festland, habe ich gesehen. Würde ich sagen, verziehen wir uns nämlich dann über Nacht erstmal hier hin, wo die... Was? Maxwell Zahnfallen. What? What?
Ich habe keine Ahnung, was uns hiermit erwartet. Ich habe aber irgendwie die Vermutung, wenn ich so ein Ding erwische, bin ich so gut wie tot. Da ist ein Schild. You are here. Oh, wirklich? Ich bin also hier. Autsch. Es war irgendwie klar. Es war irgendwie klar. Gut, wir bauen uns jetzt aber erstmal unser Lager hier auf. Ja. Wir werden nochmal unsere ganzen Karotten braten, um erstmal wieder unser Leben hochzuballern. Ja, vielleicht auch noch die Bären. Obwohl die nicht so viel Leben geben. Ich glaube, die geben nur 1 HP oder so. Ja, 1 HP. Es ist doch lieber die Blumen. Zum Anzünden habe ich ja die Kacke. Aber es war so klar, dass diese Zahnfeinde so was Böses machen. Mann, Mann, Mann. Time to get a new friend. Time to get a new friend, so. Ich will da dann hoch. Mal gucken, was haben wir denn hier bisher? Ja, wir haben schon eine nette Strecke. Da haben wir dann das, wo die ganzen Dinger wieder reinkommen. Ich denke mal, dass hier an dem Plateau noch ein bisschen was sein wird. Hier wird bestimmt dann irgendwo ein böser Hund auf uns warten. Aber okay. Übrigens habe ich mich jetzt auch mal ein bisschen informiert wegen den anderen Wurmloch. Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Ich musste einfach mal nachschauen. Oh, ernsthaft? Das ist aber ein bisschen uncool. Das ist echt ein bisschen uncool, wenn jetzt hier Hunde kommen. Warte einfach mal. Naja, ich höre sie auf jeden Fall. Sie werden lauter, die Rufe. Sie schreien meinen Namen. So, jetzt hat sie es das zweite Mal gesagt. Jetzt kommen sie. Na, kommt. Kann ich ja den schon ausrüsten. Wäre aber schön, wenn es dann noch hell wäre, wenn die kommen. Sagt es schon zum dritten Mal. Ich komme sie doch sonst immer nach dem zweiten Mal. Aber es scheint noch Tag zu werden. Das ist schön, sehe ich sie wenigstens. Na, wo sind sie denn jetzt? Da. Kriegt ihr auch Aua, wenn ihr da durchlauft? Au! Also ich ja. Au. Ah, stimmt ja, mit dem Speer bin ich ja jetzt nicht wirklich so stark, ne? Ich Idiot. Ich hab schon gewundert, warum kriege ich so viel Schaden von denen. Beziehungsweise, warum kriegen die so wenig Schaden von mir, so? Ich finde das Gebiet hier sehr interessant. Finde es aber irgendwie traurig, hier keinen Gegenstand zu finden.
Weil ich mir das eigentlich nur schwer vorstellen kann, weil das ist eigentlich ein perfektes Gebiet für sowas. Ja, ich weiß, dass ich hier bin. Oh, ist fast reingelaufen. Jawohl. What? Was ist das? Erklärung bitte. Was war das? Basalt? Basalt, ja. Endloser Sommer, aber hier ist ein Walrus-Camp, ja. Ob ich die Dinger hier kaputt hacken kann? Nee, kann ich nicht, okay. Wäre interessant gewesen, aber naja. Und da haben wir dann das nächste. Habe ich jetzt eigentlich schon erklärt, was das andere Wurmloch da für ein Ding ist? Falls nicht, es ist ein Einweg-Wurmloch. Also man kann es einmal benutzen, kommt dann irgendwo raus, aber zurück kommst du dadurch nicht. Kann also quasi sein, dass die beiden Wurmlöcher, diese beiden Einweg-Wurmlöcher vielleicht verbunden sind. Ja, natürlich nett, da muss ich jetzt nicht den ganzen blöden Weg zurücklatschen, sondern kann einfach jetzt das Wurmloch nehmen. Bin nämlich schon echt am Überlegen, ob ich es jetzt einfach nehme. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg zurückzulatschen. Ist ein bisschen weit. Das scheint hier ein sehr netter Weg zu sein, den ich gerade da entdeckt habe, mal so ganz spontan. Ach, hier soll schon wieder was sein. Ja, dann zeig mal wo. Getting closer, ja. Das höre ich doch gern. Da haben wir's. Kannst du bitte weggehen? Ich will das einsammeln. Ja, geh weg. Dann komme ich dir auch nicht so nah. Oh, es wird schon wieder dunkel. Es geht getting closer. Alter, finde ich jetzt hier auch noch das vierte Ding oder was? Ist das behindert? Ja, da ist die Kartoffel. Sehr schön. Oh, Karotten. Geliebte Karotten. Oh, Gras. Sehr nett. Ja, ich glaube, wir werden dann hier unsere Nacht verbringen. Ja. Wäre das Sinnvollste. Und wir haben auf jeden Fall jetzt unsere vier Gegenstände, die wir brauchen. Heißt eigentlich, also rein theoretisch könnten wir schon jetzt in die vierte Welt. Da meines Wissens nach aber zwei Eiswelten sind und irgendwie eine dunkle Welt, habe ich gehört, wäre es dumm. Hallöchen, mein Freund. Ja, wäre es dumm, jetzt da eigentlich schon direkt rüber zu latschen. Meinst du, sollte mich da eigentlich mit Winterklamotten und Essensvorräten eindecken, wenn ich klug bin. Hab ja doch ein bisschen Schaden bekommen, von daher. So, bauen wir jetzt schon das Lager? Ja, wir bauen es. Bauen es auch mal hier hin. Recht nah an den Hunden zwar, aber auch eigentlich gut entfernt noch. Man braucht auch jetzt mal das ganze Essen, um vielleicht ein bisschen mehr Leben rauszubekommen. Wow, jetzt hatte ich ganz kurz Schiss. Weil die Viecher will ich jetzt nicht hier hinter mir herlaufen haben. Fisch. Yay, Fisch.
kochen. Frisch gibt aber auch nur ein Hunger. Ein Leben. Schade. Hätte ja sein können. Wo war jetzt eigentlich das Einweg? Warum noch mal ganz kurz? Ach, das war da unten. Ah. Weil vielleicht hätte das ja quasi eine Verbindung gehabt. Hätte ja sein können. Muss aber auf jeden Fall wieder ein bisschen Gas sammeln. Hab ja jetzt doch ein bisschen verballert. Doverweise. Gehe ich jetzt den normalen Weg zurück und versuche dann auch gleich schon die ganzen Sachen reinzudonnern? Ist eine gute Überlegung eigentlich. Ich glaube, ich werde dem auch so tun. Einfach nur, damit ich die Sachen dann nicht noch mitschleppen muss, wenn ich dann wirklich der Überzeugung bin, dass ich jetzt bereit bin für die nächste Welt. Ja, würde ich mal so sagen. Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Don't Starve mit mir, dem EditP. Ich sag Dankeschön fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Tschüss, tschüss.